Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Helix Hunter. Dann suchen wir mal wieder. Okay, ich kann damit irgendwas sauber machen. Haha, das Bild. Schön, ein Obstkorb. Ein Gewicht, wo ist denn das? Das ist eine Stimmgabel. Ein Bär. Grüne Matruschka. Was hatten wir früher auch mal zu Hause? Das war immer total interessant. Eine Kaminbürste. Ein Lineal. Gewicht und ein Adler. Haben wir nicht hier drin, waren wir ja schon. Gewicht und ein Adler. Wo ist denn das Gewicht, bitte? Okay. Bin ich jetzt völlig blind und sehe das Gewicht nicht? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Irgendwie. Okay. Da ist noch eine Blockflöte. Ich sehe es nicht. Das habe ich echt nicht gesehen. Nicht schlecht. Das war gut versteckt. So, Kamin. Rauchzeichen. Okay. Passiert jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Ah, eventuell können wir jetzt einen Kaffee kochen. Oder auch nicht. Da können wir immer noch nichts machen. Genau. Der Ofen ist jetzt heiß genug, jetzt kann ich etwas kochen. Ja. Kaffee zu machen, muss ich Wasser in den Kaffeepott Entschuldigung. Der Ofen ist heiß genug, jetzt kann ich etwas kochen. Ja, Moment. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Muss ich Wasser in den Kaffeepott gießen? Ja. Wenn mir einer sagt, wo ich Wasser hätte. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen?
machen? Nee, eigentlich nicht, ne? Da komme ich auch noch nicht ran. Da komme ich auch nicht mehr hin. Hier war auch alles erledigt. Ja, das war die Uhr. Richtige Wetterfahnen austauschen. Wie sieht die richtige Kombination aus? Auch das weiß ich noch nicht. Was kann ich denn jetzt tun hier? Verschlossen. Ja, verdammt aber auch noch mal, wa? Da bin ich wieder in der Küche. Und hier komme ich auch nicht weiter. Ich habe nämlich nichts zum Weiterkommen. Steht auf Kopf, komme hier nie weiter. Ach, die Zugangskarte. Ja, klar. Danke. Ups. Ich habe eine Anfrage für eine Tasse Kaffee mit Milch im Speiseaufzug der Küche gefunden. Offenbar hat sie der Mann, den ich hinter der Eisentür gesehen habe, geschrieben. Wenn ich ein paar Schlaftabletten finde, könnte ich sie in den Kaffee mischen. Dann könnte ich den unteren Flur erkunden. Könntest du tun, ja. Der Griff fehlt, ich muss ihn finden. Kann aber auch nichts anderes, Ölkännchen. Ich kann aber auch nichts anderes nehmen. Ja, verdammt. Was war denn hier nochmal? Der Hebel, ich muss ihn einölen. Ah ja, da. Da kommen wir wenigstens ein bisschen weiter jetzt. Okay, aber da fehlt ein Haken. Der Deckel ist so schwer, als dass ich ihn mit bloßen Händen hochheben könnte. Ja, mit dem Stethoskop geht es bestimmt nicht. Das ist noch ein kleines Benzintank. Wo soll ich ihn einfüllen? Nicht im Kaffeepott. Okay. hier soll noch irgendwas sein. Ja. Ja gut, das hier, ne? Aber da komme ich ja jetzt nicht. Warte mal, ich habe doch. Nee, der Löffel. Ah, doch. Okay. Ein Aufziehschlüssel. Noch hier. Ach, für den Vogelkäfig. Oh mein Gott. 35, 18, 97 oder 18, 35, 97. Okay. Der mechanische Vogel hielt ein Stück Papier im Schnabel. Der Zettel enthält die Nummern 35, 18 und 97. Was bedeuten diese Zahlen? Ich nehme mal an, das könnte mit dem... nicht mit dem Teleskop oben. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sag ich doch. 35...
Nachdem ich die erste Zahl eingestellt hatte, sah ich eine Wetterfahne. Ich muss auch die anderen beiden Zahlen einstellen. Okay. Dann kam die 18. Und die 97. Okay, dann hätten wir das jetzt auch. Die Fernrohrkoordinaten zeigen auf drei Wetterfahnen. Ich sollte das in meinem Journal festhalten, nur für den Fall. Also eine Hexe, ein Dings und ein Schiff. Okay. Okay. Da müsste ich hier eigentlich. Da ist noch irgendwas. Nein. Hä? Mir wird die ganze Zeit was angezeigt, aber. Da ist es. Oh Gott. Jetzt habe ich es. Jetzt ist auch das Zeichen weg. Da ist der Schlüssel. So, dann kommen wir da weiter. Perfekt. Okay, was haben wir denn hier? Dr. Christopher Jones. Die Details dieses Patienten werden mir nicht helfen. David Becker. Es ist ein Dia über Dr. Adam Smith. Das könnte genau und so. Erstmal nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das Dia. Da. Um die Dia-Projekte benutzen zu können, muss ich erst die Filmwand herunterlassen. Ja, toll. Aha, deswegen haben wir wahrscheinlich noch einen Faden. Perfekt. So. Jetzt. Könnte ich jetzt bitte dieses Ding da reinlegen? Danke. Dr. Adam Smith, 3862. Okay. Sonst ist hier nichts. Irgendwie. Ich kann die Schrauben nicht mit den Fingern aufschrauben. Ich brauche Werkzeug. Ja, Entschuldigung. Echt. Ein Stethoskop? Okay. Ein Wimmelbild. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Dankeschön und bis dann.